Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Rabbids Part. Ja, beim letzten Mal sind wir hier zu der Speisspitze reingekommen. Ich habe die Federvieh-Nebenquest schon mal gemacht. Offscreen, also zwischen der letzten und dieser Folge. Das ging recht schnell. Und ich war auch nochmal beim Händler und hab ein paar Pilze gekauft. Weil wir echt gar keine Heilung mehr hatten. Und das ist nicht ganz so klasse. Wo ist Geheimweg? Ach, da ist Geheimweg. Ich wüsste jetzt gar nicht, weil ich nicht sehe, wo das Teil für die Ranken ist. Oh, hier brauche ich wieder ein Teil zum Draufschieben. Auch mal hier hinter. Gibt es hier einen Geheimweg? Ja. So, dann stellen wir uns einmal auf die Seite. Was macht denn überhaupt der grüne Schalter? Ich sehe den blauen, aber ich sehe den grünen nicht. Ach, da hinten macht's auf. Okay. Verstehe, wir machen jetzt erstmal die Ranken weg. Sofern hier der Schalter irgendwo ist. Ah, da drüben ist der. Ich verstehe aber, wie wir drankommen. Hier oben die Leiter runtertreten und dann kann ich halt hier oben rum. Oder ich schiebe einen anderen Block darunter. Das funktioniert natürlich auch. So, und jetzt stellen wir den einfach auf den anderen Schalter. Was ist überhaupt in den Flaschen drin? Das würde mich mal interessieren, was das für ein Getränk ist. So, tschüss, Ranken. Und danke für die extra Kohle. Ach, hier wäre auch nochmal ein Laden gewesen. Das ist auf jeden Fall die erste Schlacht des Tages, aber hast du andere Sachen im Angebot? So rein zufällig? Der KP-Beutel ist hier geringer. Kaufe ich direkt. Kannst eine extra Raserei haben. Ich gönne mir noch einen Pilzbeutel. Dann kaufe ich mir die beiden Tränke. Und das Teil für Peach. Todtragödie auf Terra Flora. Och nö, keine Eskorte. Ah, okay. Ich muss nur selber dahin kommen. Also, es gibt nichts Anstrengenderes in diesem Spiel als Eskorten. Da vorne tauchen die Gegner erst auf. Das sind die ganz Schwachen. Ich kann mich sogar noch ein bisschen weiter wegstellen für ein bisschen mehr Schaden. Und kann ihm noch eine runterhauen. Ist Rosalina auch? Nee. So, einer weg. Ich denke mal nicht, dass ich von irgendeiner Plattform aus da hochfliegen könnte. So, dann gebe ich dir jetzt erstmal einen Tritt. Komm, triff! Den einen lassen wir mal in Ruhe, den kann ich gleich kaputt treten. Mmh.
Das Gute ist, ich sehe bisher kein einziges Portal, wo Gegner spawnen wollen. Und die stehen sehr weit auseinander, die Gegner. So, den reck ich mal. Komm, Treffer. Ja, Treffer. Minus 1. Jawohl, wieder einer weg. Ah, guck mal, hier jetzt kommen die ersten Portale. So, ich glaube, ich kriege ein Portal diese Runde kaputt. Yep, eins kriege ich kaputt. Bleibt beieinander. Was kommt denn da überhaupt raus? Ach, die Typen. Aber offenbar zwei? Drei Gegner. Okay, war gut, dass ich das eine Portal kaputt gemacht habe. Und da oben sind direkt noch mal welche. So, Schock, Himmelsregen auf euch beide. Hat sie sogar gereckt. So, dann kriegt ihr jetzt eine Arktikalypse von mir ab. Und direkt den Feuersturm hinterher. So, kann auch beide Portale kaputt machen. Und dann nächste Runde einfach reingehen. Ach, bin sogar nach vorne irgendwie geschoben worden. Was ist denn das mal für ein Endbild? Einfach ein Bild von der Map. Dem Tod haben wir geholfen. Und eine weitere Informationsquelle erhalten. Druidenpanorama. Ja, eventuell. Ach, du kannst mir noch mal was anbieten, ne? Ein Moment. So, gib mir den letzten Beutel auch noch. Wie viele? Mir fehlen mal wieder drei. Das kann doch nicht wahr sein, dass mir nur drei fehlen. Oh, eine Superpilztruhe XXL. Sonst ist hier nix. Hier ist eine blaue Röhre, da gehen wir gleich auf jeden Fall rein. Ja komm, jetzt hüpf da rein, Mädel. Wieder diese Münzenherausforderung. Thank you.
Nein, weil ich gegen die Wand gelaufen bin. Nochmal. Ja, diesmal habe ich alle. Im zweiten Versuch geschafft. So, einmal. Infos zu Galaktischer Atlas Terra Flora. Und nochmal einiges an Münzen. Oh, ich sehe Fußschritte. Ich sehe haufenweise Fußschritte. Nochmal ein bisschen Geld, ja, kann man nehmen. Jetzt muss ich wieder kämpfen. Entkorke den Vulkan. Okay, ich muss haufenweise Goombas nur besiegen. Das wird leicht. Da brauche ich nicht mal die Sparks, wenn man ehrlich ist. Und schießen muss ich auch nicht. Ich überlege gerade, es wäre wahrscheinlich schlau, sogar eine Runde kurz zu warten. Abgesehen mit Luigi. Dass die sich alle so ein bisschen aneinander stellen. Ah ne, Donny, alles Goombas. Es sind auch drei Scharfschützen. Vier Scharfschützen, okay. Die habe ich nicht gesehen. Aber trotzdem schlauer, einmal kurz eine Runde zu warten. Dass die sich so ein bisschen aneinander rein können. So, ich habe Rosalina jetzt mal kurz alle Schläge einkassieren lassen. Damit die Scharfschützen nicht mehr schießen können. Wir machen jetzt zuerst die eine Seite. Ich sehe sogar schon eine gute Möglichkeit. Der Wassereffekt müsste doch trotzdem funktionieren, oder? Ich kann eh keinen mehr rammen. So wirklich. Doch, die kann ich noch einmal kurz rammen. Kann noch mal zwei loswerden, bevor ich hier oben einmal die Apokalypse auslöst. So stehen, dass ich beide Fässer treffe. Ja, so treffe ich beide Fässer. Ja, das schleudert sie trotzdem runter. So, Feuer frei. Den Scharfschützen werden wir damit auch los. Jetzt versammelt euch wieder. Ich habe kein Interesse, zu euch rüber zu gehen. So, tschüss. So, Feuer frei. Ich habe einen der Scharfschützen erwischt. Das ist sehr gut. So, dann mache ich dich mal weg. Kann den auch noch auslöschen. So, ich habe jetzt alle hier drüben versammelt, damit die Goombas hoffentlich nahe alle an das Windding kommen. Dass hier runtergepustet werden, wenn ich das einmal angreife. So, ihr beide könnt euch dahinter verstecken. Aber treffen tue ich euch trotzdem. So, die Scharfschützen sind wir los.
Das müsste die runterpusten. Hat nicht so viele runtergepustet, wie ich gehofft habe. Wenigstens stehen sie jetzt gerade in Reihe und Glied. So, zwei kann ich nochmal runterwerfen. Dann gehe ich so lange hier oben hin. Okay, nur noch drei. Ich hatte nicht vor, einen Teamsprung zu machen. Aber hat gereicht, um an denen daran zu kommen. So. Da waren es nur noch zwei. Luigi steht da halt doof. So, dann dich als nächstes. Und der letzte steht ja direkt hier unten. Hab alle Gumbas. In die Grütze mit dir. Easy. Oh, ein Fertigkeitenprisma. Ich sollte jetzt vier bei meiner Haupttruppe alle haben, ne? Ja. Komm, dann kriegt ihr jetzt die Spark-Energie. Nein, 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 nein. Wir wollen die Spark-Energie. Spark-Geschenken nehmen wir die weg. Auch Spark-Energie, weil dann besteht die Möglichkeit, dass sie danach trotzdem noch weitermachen können, ohne dass es einen Aktionspunkt verbraucht. So, dir können wir all deine Extra-Raserei geben. Die geben wir jetzt zügellos. Bowser kann so eine Arschbombe lernen. Das dauert aber leider noch ein bisschen. Also er macht schon guten Flächendamage. Er hat eine Sache, die ihn besonders macht. Gebe ich ihm auch direkt einen Gleitboost. Aber den anderen warte ich halt wieder, bis ich bei 4 Punkten bin. So, jetzt machen wir diese Ranke hier weg. Irgendwann. Irgendwann kann ich damit was machen. Ach, der Ausblick, der ist schön. Nee, bleibt mir mal vom Hals. Oh, Wasserfontänen. Okay. Ein neues Spielschema wurde entdeckt. Wasserfontänen. Und Stöpsel. In welchen davon muss ich gewaltig machen? Und ab wann kann ich überhaupt was damit machen? Ich könnte wetten, dahinter wartet auch nochmal ein Stöpsel. Okay. Dann von hier aus. Eventuell hier runter. Jupp. Dann schieben wir den Block mal darüber, da wir ja jetzt da eine Leiter haben. Wahrscheinlich müssen wir alle Dinger zumachen, damit das Ding da platzt. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen. Ach, ich muss das Ding noch schieben.
So. Der Stöpsel wir darüber. Wir haben jetzt eine mächtige Wasserfontäne. Hier oben ist doch wahrscheinlich das letzte Puzzlestück. Kann ich das Ding wieder herstellen? Obwohl, ich hätte da so oder so dran vorbeigemusst, weil ich das Teil hier durchschieben muss. Ach, da hinten liegt auch nochmal ein Stöpsel. Der kommt da oben wahrscheinlich dann rein. So, ablegen, hochfahren. Jetzt muss ich den da durchschieben. Ja, lass doch los. So, der kommt auf den drauf. Den nehmen wir weg. Tun den hier drauf. Und et voilà. Alles gestoppt. Kabumsal. Ach, davor wollte ich ein schönes Bild haben. Da vorne wartet ein Spark auf mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie storymäßig was trigger, wenn ich da weitergehe. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Wir haben noch ein spannendes Rätsel am Ende gehabt. Und zumindest mal eine neue Mechanik. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!